Als nächstes hat für die AfD-Fraktion der Abgeordnete Richter das Wort. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Hessen bleibt besonnen, eine Kampagne der Hessischen Landesregierung. Vielen Dank. So wird den Bürgern unseres Landes die Handlungsweise der Hessischen Landesregierung wohlschmeckend verabreicht und damit kaschiert, dass die Hessische Landesregierung im Januar und Februar 2020 untätig gewesen und die Vorbereitung auf den Herbst in den Sommermonaten diesen Jahres bezüglich Covid-19, und ich drücke mich da ganz vorsichtig aus, eher sehr spärlich gewesen ist. Diese Landesregierung führt unser Land nicht, meine Damen und Herren. Diese Landesregierung reagiert nur auf das, was gerade als notwendig erscheint. Und vor allem, diese Landesregierung bindet die oppositionellen Kräfte im Hessischen Landtag nicht in die Entscheidungsfindung mit ein und versteckt sich auch sehr gern ab und zu mal hinter der Bundesregierung. Daraus ergeben sich eine Vielzahl an Handlungen, die in völliger Willkür zum Teil mehr als nur widersprüchlich sind. Und genau das zeigte sich in früheren Aussagen hier im Plenarsaal, als die Regierungsparteien uns noch ihre Politik als großen Erfolg im Kampf gegen SARS-CoV-2 verkauft haben. Und der Ministerpräsident, ein Total-Lockdown würde in einer global vernetzten Welt etwas helfen, aber eben auch nur in einer global vernetzten Welt. Nur waren die Maßnahmen und Vorbereitungen eben nicht erfolgreich, sondern sie führten jedes Mal in einen lokalen Lockdown. In diesem steckt unser Land nun fest. Und die Menschen werden darauf vorbereitet, nach dem Prinzip Hoffnung auf eine Normalität zu warten, die ihnen über eine groß angelegte Impfkampagne schon fast versprochen wird und worauf Sie eben zum Schluss Ihrer Rede eingegangen sind, Herr Ministerpräsident. Hinterfragt man allerdings als Opposition die Rahmenbedingungen dieser Impfkampagne und anderer Maßnahmen, meine Damen und Herren, da muss einem jeden Bürger unseres Landes wirklich klar werden, dass die Politik hier ebenso agiert wie in der Vergangenheit, nämlich mit sehr wenig Wissen und einer PR-Offensive. Es ist nicht schlimm, bei einer neuartigen Erkrankung Wissen nur Stück für Stück aufzubauen. Schlimm ist aber, wenn man jeden der Maßnahmen, die widersprüchlich sind, infrage stellt, wenn man Menschen, die diese Form der Politik kritisieren, die es wagen, Widerworte zu haben, mittlerweile regelrecht kriminalisiert. Dabei sind solche Reaktionen des Widerspruchs völlig verständlich und müssen auch Bestandteil unserer Demokratie sein, um eine Kontrolle der Regierung durch den Bürger zu erreichen. Hier im Landtag ist ein jeder der Abgeordneten in einer schon fast traumhaften Lage und kann es sich leisten, auch Fehlentscheidungen auszusitzen, sich gegen jegliche Kritik mit harschen Worten zu wehren, denn ein jeder von uns erhält pünktlich zum Monatsende sein Geld auf das Konto, ohne sich darum Gedanken machen zu müssen, was ist, wenn das mal nicht mehr stattfindet. Herr Ministerpräsident, so kann man locker über alles sprechen, was anderen ihre Existenz aber leider massiv gefährdet. Wer selbstständig ist, morgens noch nicht weiß, ob er genug über den Tag hinweg verdient, um seine Kosten zu tragen, seine Steuern und Abgaben zu zahlen, von denen wir als Politiker wiederum leben, der sieht das, was hier um uns herum vorgeht, mit ganz anderen Augen. Und er hat eben Zukunftsängste, er hat Ängste um seine Familie, er hat Ängste um sich selbst. Die Hilfen, die viele erreichen sollen, es ist eben darauf eingegangen worden, erreichen diese Hilfen aber leider nicht. Und da ist natürlich klar, dass unser Land diese Hilfen auch nicht auf sonderlich lange Zeit zahlen kann. Denn auch das mögen manche Politiker hier in ihren Traumschlössern noch nicht begriffen haben. Diejenigen, die derzeit die größten Zukunftsängste haben, die von Ihnen wohlfeil kritisiert werden, tragen diesen Staat überhaupt erst, und diesen Menschen ist zu einem nicht geringen Teil ihre Lebensgrundlage halt nun mal entzogen, nämlich selbstständig für ihren Lebensunterhalt aufzukommen. Sind wir in Hessen da nun wahrhaftig besonnen, oder wäre nicht tatsächlich ein besserer Abgleich der Maßnahmen notwendig gewesen, um genau diese Situation hier und heute zu verhindern?
alle oppositionellen Parteien im Hessischen Landtag haben ihre Zusammenarbeit mit der hessischen Landesregierung im März 2020 angeboten. Wir alle wollten helfen und uns beteiligen, eine Vielzahl an auch kleinteiligen Maßnahmen zu erarbeiten, um solche Situationen, wie wir sie aktuell erleben, auch zu vermeiden. Man hat aber Vorschläge nur belächelt. Eine Enquete-Kommission wurde nie gebildet, eine breit angelegte wissenschaftliche Diskussion nie geführt. Und die Diskussionen hier im Hessischen Landtag haben sich darauf beschränkt, uns über Maßnahmen zu informieren, nicht aber uns einzubeziehen. Und Sie haben genau das wieder in dieser Regierungserklärung auch getan, Herr Ministerpräsident. Das Prinzip Hoffnung bleibt bei Ihnen und vielen anderen aber leider bestehen und weitet sich nun auf Impfzentren aus, wo man auf die organisatorische Leistung der Verwaltung hinweisen muss, die wirklich beeindruckend ist. Also mich hat das zumindest im Sozial- und Integrationsausschuss sehr beeindruckt und aufzeigt, wozu man in unserem Land fähig ist, wenn man es denn einfach nur will. Nur hilft das Prinzip Hoffnung bei einem Virus ebenso wenig wie politische Richtungsvorgaben. So ein Virus interessiert sich nicht für links oder rechts. Man kann es zwar politisch instrumentalisieren, was auch im großen Umfang geschieht, Vielleicht sollten Sie sich mal mit den Linken im Kasseler Kreistag, im Landkreis Kassel auseinandersetzen, die doch gar nicht so weit von uns weg sind. Aber was auch im großen Umfang geschieht, aber man kann es mit schönen Worten und Kampagnen weder gefährlicher noch ungefährlicher machen. Da dem so ist, entwickelt sich der Glauben derzeit in unserem Land stärker als die wissenschaftliche Erkenntnis. Und das ist erschreckend und gefährlich zugleich. Denn Menschen, die an etwas fest glauben, bauen sich ihre Meinung eben nicht über breit angelegtes und diversifiziertes Wissen auf. Und das, meine Damen und Herren, hat auch etwas mit einer sehr einseitigen Berichterstattung in den jeweiligen Medien zu tun. Und hier erwähne ich in voller Absicht sowohl die etablierten Medien als auch die alternativen Medien, die sich da nicht viel geben. An jeder bedient scheinbar in diesem Land nur noch seine Blase. Wir als Politiker müssen uns da ehrlich machen, gerade in Bezug auf den Impfstoff, in den derzeit so viele Menschen ihre Hoffnung setzen. Und natürlich möchten die Menschen ihr altes Leben zurück. Wer von uns möchte das denn bitte nicht? Natürlich möchten wir frei und unbeschwert leben. Und selbstverständlich scheint da ein kurzer Pieks die beste aller Lösungen. Und so wird auch politisch völlig negiert, dass man genauso wie im Januar und Februar diesen Jahres erneut jegliche Gefahr für Leib und Leben unserer Bürger negiert. Genauso wie man jeden, der im Januar und Februar 2020 SARS-CoV-2 als gefährlich angesehen hatte und warnte, als Hetzer und Angstmacher dargestellt hatte, macht man exakt denselben Fehler bei einem Impfstoff derzeit auch, der die Hoffnung vieler Menschen in unserem Land ist. Und da beginnt eine politische Arbeitsweise zu wirken, die brandgefährlich ist. Man unterstellt oppositionellen Kräften, sie würden die Angst oder die Ängste der Bürger schüren und damit Unfrieden in unsere Gesellschaft treiben. So, meine Damen und Herren, können wir unmöglich auf Dauer eine friedliche Demokratie aufrechterhalten. Denn solch ein Verhalten vieler Politiker führt zu einem erheblichen Widerstand in der Bevölkerung. Und niemand möchte sich Politikern beugen, die auf andere mit den Fingern zeigen und selbst aber genau diese Politik betreiben. Denn wer betreibt denn in Wahrheit Politik mit der Angst der Bürger? Wer setzt denn 90% seiner Politik auf Basis von Glauben und nicht auf Basis von Wissenschaft um? Es sind nun einmal die etablierten Parteien, die die Menschen von einer Krise in die nächste führen, die sie mit ihrer Politik zu einem großen Teil selbst verursachen, um sich nachfolgend aufzuspielen, eben diese Krisen lösen zu können. Aus der Lösungsbewältigung selbst aber ergibt sich eine immer stärker werdende Lähmung der Politik, auch wenn hier wieder alles seitens der Regierung sehr staatsmännisch besprochen wurde. Konnte man dies in vielen Krisen der Vergangenheit einigermaßen verhindern, ist es aktuell bei Covid-19 eben nicht mehr zu verhindern, da ein solches Virus nicht mit Gesetzestexten und politischen Parolen beizukommen ist. Ja, Herr Ministerpräsident, hier sind wir uns absolut einig. Dies alles geht nur in Verbindung mit den Menschen in unserem Land. Aber hier muss betont werden, mit allen Menschen in unserem Land. Die Politik in unserem Land ist somit das erste Mal in einer existenziellen Krise, aus der sie nicht mit den herkömmlichen Mitteln sich herauswursteln kann oder die Probleme mit Geld zuschütten, siehe die 12 Milliarden Sondervermögen, die ohne Zweidrittelmehrheit im Hessischen Landtag beschlossen wurden. Ich will das nur einmal erwähnen. Die jetzige Herausforderung hat keinen Platz für politische Grabenkämpfe. Und ähnlich habe ich es auch schon geäußert im März 2020. Da sie uns existenziell bedroht und das bis in den Kern unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wie es allein schon das Durchsetzen des Infektionsschutzgesetzes aufzeigt.
Die jetzige Herausforderung hat aber auch keinen Platz für oppositionelle Kräfte, auch das muss man sagen, mit den gleichen Mitteln zu arbeiten. Auch dies muss hier in aller Deutlichkeit gesagt werden, denn wenn sowohl Regierung als auch Opposition nicht mehr in der Lage sind, vernünftig und menschlich miteinander umzugehen, dann dienen wir nicht mehr unserem Land, sondern nur noch den eigenen Interessen und politischen Vorstellungen. Und das hat mit Demokratie rein gar nichts mehr zu tun. Wir alle sind doch wohl politisch nur aus einem einzigen Grund angetreten. Wir möchten für die Menschen in unserem Land das Beste politisch erreichen. Das Ziel ist somit bei all uns, also bei uns allen ist das Ziel im Prinzip gleich. Nur der Weg, dieses Ziel zu erreichen, darf streiten. Wir wollen alle das Beste für die Bürger. Wenn Sie das nicht wollen, ist das Ihr Problem. Ich will das Beste für die Bürger. Wenn Sie sich das Ziel absprechen, für die Bürger zu sein, nehme ich Sie gerne dabei aus. Das Ziel von uns allen ist, Politik für die Bürger zu betreiben. Dieses Ziel zu erreichen, der Weg, der ist das eigentliche Problem. Und über das sollten wir trefflich streiten. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir streiten nicht um das Ziel. Ich unterstelle hier wirklich niemanden, dass er nicht für die Bürger da sein möchte. Aber der Weg, und um den kann man auch kontrovers und über den kann man auch mal hitzig streiten und trotzdem hinterher noch ganz vernünftig miteinander reden. Und das scheint in diesem Parlament teilweise leider nicht mehr möglich zu sein. In diesem Rahmen möchten wir gerade die Impfstrategie miteinander diskutieren und sehen, es ist auch hier ein Aktionismus zu erkennen, der den Menschen in unserem Land erheblich schaden kann und wir am Ende mehr Probleme haben können als zuvor, auch wenn hier ein anderer Eindruck in der Regierungserklärung entstehen sollte. Allein Hoffnung und Glauben können nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir innerhalb kürzester Zeit sehr viele Menschen mit einem Impfstoff impfen, von dem wir nicht mal wissen, ob dieser überhaupt zu dem Ergebnis führt, welches wir zwingend benötigen, nämlich einer nachhaltigen Immunität. Wir wissen auch nur sehr wenig über die Nebenwirkungen und Spätfolgen und nein, wenn wir darüber sprechen, hat es nichts damit zu tun, den Menschen Angst zu machen, sondern es hat etwas mit Aufklärung zu tun und verantwortungsvoller Politik. Wenn auf meine Nachfragen zu Nebenwirkungen und Immunität im Sozial- und Integrationsausschuss klar hervorgeht, dass man selbst im Ministerium große Unsicherheiten hat, dann stockt mir, ehrlich gesagt, an meinem Platz der Atem. Zugleich bin ich allerdings über die Ehrlichkeit der Aussagen überaus dankbar, denn hier zeigt Herr Richter, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Gerne. Zugleich bin ich allerdings über die Ehrlichkeit der Aussagen überaus dankbar, denn hier zeigt sich ganz deutlich, dass der verwaltungstechnische Akt mit Sicherheit so gut als möglich abläuft, aber eben die medizinische Seite selbst eine unbekannte ist, wo man sich auf Firmen verlässt, die am Ende aber wohl wenig dafür haften müssen, wenn das alles, was wir an Hoffnung in Impfstoffe legen, schiefgeht. So warnen wir als AfD ausdrücklich davor. Wir warnen ausdrücklich davor, gerade die Personen, weil Sie über die Priorisierung auch gesprochen haben, gerade die Personen mit Schlüsselfunktionen in unserem Land in hohem Maße durchzuimpfen. Einer der Gründe, warum man den ersten Lockdown beschlossen hatte, war, dass man Sorge vor einer hohen Quote an Erkrankungen von Personen in eben jenen Schlüsselpositionen hatte. Und natürlich zur Entlastung des Gesundheitssystems, der Herr Ministerpräsident hat es erwähnt. Diese Sorge muss man somit auch bei einem neuen Impfstoff haben. Alles andere wäre unlogisch. Jedem Medikament liegt ein Zettel über die Risiken und Nebenwirkungen dieses Medikamentes bei. Und jeder Mensch kann sich nun frei entscheiden, wie er sein eigenes, sein persönliches Risiko einschätzt und ob er bereit ist, es einzugehen. Genauso muss das dann auch bei den Impfungen sein. Wir werden in der Woche noch darüber eindringlich sprechen. Meine Damen und Herren, wir müssen den Menschen klar und offen sagen, dass Glauben und Hoffnung das eine sind, wir aber hier und in diesem Moment in einen der größten medizinischen Feldversuche aller Zeiten hineingehen, in dem wir nicht wissen, ob was getan wird, überhaupt zu den gewünschten Ergebnissen führt. Tatsächlich erweitern wir sogar das Risiko der Menschen nicht unerheblich, denn wir kennen bis heute nicht den kompletten Krankheitsverlauf von Covid-19, also auch nicht möglichen Spätfolgen bei Infizierten bzw. Infizierten und Erkrankten. Genau deswegen möchte man ja nicht, dass Covid-19 durch die Bevölkerung läuft. Das ist ja der Hintergrund. Dann aber können wir doch nicht mit einem nicht ausreichend getesteten Impfstoff eine Vielzahl von Menschen impfen und diese dann möglichen Erkrankungen aussetzen. Wenn wir am Ende mehr Menschen mit Impfschäden in den Krankenhäusern haben als Menschen, die an Covid-19 erkrankt sind, haben wir auch das Ziel, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten,
ad absurdum geführt. Und wenn dieser Gedanke mal gereift ist, dass Sie es nicht ausschließen können, dann ist Ihnen hier klar, was ich sage. Denn wenn Sie einen Großteil der Menschen mit Schlüsselpositionen impfen und die fallen Ihnen, seien es nur kleinteilige Krankheiten aus, dann besetzen Sie wichtige Positionen in diesem Land nicht mehr. Das macht so also keinen Sinn, wenn wir sowohl die Nebenwirkungen als auch die Wirkweise des Impfstoffes nicht klar spezifiziert haben, sodass jeder Mensch auch tatsächlich eine Risikoabwägung für sich vornehmen kann und daraus dann tatsächlich auch eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung entsteht, sich freiwillig impfen zu lassen. Denn was ständig und überall betont wird, ist die Freiwilligkeit. Und wenn etwas ständig und überall so herausragend betont wird, dann kann man schon vorher absehen, dass diese Freiwilligkeit zwar bestehen bleibt, aber dann eben mit anderen Maßnahmen eventuell doch zum Zwang werden wird. Wir müssen zwingend darüber sprechen, wie hier vorgegangen wird, und die Firmen, die entsprechende Impfstoffe herstellen, müssen für Impfstoffe natürlich haftbar gemacht werden können. Und wenn diese das nicht wollen, dann können wir als Politiker ein solches Risiko nicht auf die gesamte Gesellschaft abwälzen. Denn man möge sich vorstellen, wenn eine Immunität nicht eintritt und Impfschäden zu beklagen sind, was dies für uns alle zu bedeuten hat. Hilfreich wären somit Medikamente, die den Krankheitsverlauf von Covid-19 abmildern und die bei Bedarf von einem Erkrankten, eingenommen werden, nicht aber präventiv zum Einsatz kommen. Hilfreich wäre es, wie jetzt zum Teil auch in Zukunft umgesetzt, wenn wir die Maßnahmen zur Eindämmung von Infektionskrankheiten dergestalt verinnerlichen in der Bevölkerung, dass ein jeder weiß, wie er sich zu verhalten hat, und wir völlig widersinnige Maßnahmen nicht mehr durchführen müssen. Wenn Unternehmen, die gute Hygienekonzepte haben und derzeit geschlossen sind, wieder ihre Arbeit aufnehmen können und wir nachfolgend sehr genau hinschauen, wo und bei wem Impfungen Sinn machen, und diese selbstverständlich freiwillig sein müssen und auch medizinisch abgesichert, sind wir ein ganzes Stück weiter. Meine Damen und Herren, wenn wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken möchten, nutzen wir diese Krise als Chance, uns politisch zu verändern und um die besten Lösungen zu ringen. Und dass das die Linken nicht wollen, die diese Gesellschaft, die diese parlamentarische Demokratie und die unsere Grundrechte nicht wollen, das ist mir schon völlig klar. Wir aber stehen hinter unserem Grundgesetz und hinter unserer Verfassung. Mehr zu wissen, als nur zu glauben. Und da arbeitet man sich gewissenhaft an einem Pandemieplan ab, Herr Ministerpräsident. Das ist der entscheidende Punkt. Den Lockdown bis in den Januar hineinzuziehen, bedeutet natürlich, die Impfstrategie als einzig mögliche Alternative aufzubauen. Auch das erachten wir als falsch, denn wir wissen bereits heute, dass die Impfung allein nicht die Lösung sein wird. Vielleicht hören Sie noch meine Reden vom März an. Vielleicht sind Sie da noch einmal weiter, wenn Sie sich anhören, was wir im März bereits gesagt haben. Und wenn Sie im letzten Sozial- und Integrationsausschuss dabei gewesen wären, da haben wir einen. Gut, wenn die Diskussion hier so stattfindet, ist das gut. Aber wir haben einen Antrag von uns vom 17. März. Gucken Sie sich bitte noch einmal an. Im Sozial- und Integrationsausschuss zuletzt abgestimmt. Und wenn Sie sich den Antrag geguckt haben, werden Sie die Äußerung von eben nicht noch einmal machen. Wenn wir wirklich besonnen sein wollen, müssen wir Alternativszenarien mit Wissenschaftlern erarbeiten, die Menschen breitflächig informieren und über medizinische Erkenntnisse natürlich auch konträr diskutieren. Was denn sonst? Nicht verhältnismäßig sind die Maßnahmen, die Herr Ministerpräsident Bouffier eben hier erwähnt hat, im Rahmen der Eskalationsstrategie. Verschärfungen mit Ausgangssperrungen am Ende sind erneut aktionistisch und wirklich nicht hilfreich. Hier muss man sehr genau hinschauen, wo die Hotspots sind und wie die Hotspots entstehen. Und dann kann man darüber nachdenken, ob man so etwas tut. Aber erst einmal schaut man hin, wo und wie die Hotspots entstehen. Und wenn man da aber sagt, das tun wir nicht, dann macht man das halt, was hier und heute geschieht, und das halten wir für falsch. Und ich lasse gerne jetzt noch eine Frage zu. Vielen Dank. Herr Richter, Sie lassen eine Frage von dem Kollegen Bocklet noch zu. Er hat seine Fragen beantwortet.
Vielen Dank. Wenn Sie das Rednerpult desinfiziert haben, darf ich als nächstes den Fraktionsvorsitzenden der Freien Demokraten, Herr Rock, ans Rednerpult bitten. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Der Gesundheitsminister ist heute krank. Ich möchte ihm an dieser Stelle natürlich gute Besserung wünschen, aber hoffe, dass er in der Lage ist, am Livestream der Debatte zu folgen, weil ich mir wünsche, dass ein paar Themen, die ich heute anspreche, auch bei ihm landen werden und vielleicht auch im Gesundheitsministerium die eine oder andere Handlung auslösen wird. Denn, und das können wir, glaube ich, ganz klar feststellen, der Lockdown aus dem November, der November-Lockdown, hat nicht funktioniert. Er hat nicht funktioniert, und das lässt sich leicht ablesen an den Zahlen, die uns heute vorliegen. Und ich war ein bisschen irritiert, dass ich jetzt bei dem einen oder anderen Vorredner, also ob jetzt das der Kollege der AfD oder der Grünen war, heute eher eine Haltungsdebatte hier feststellen konnte, anstatt über die konkreten Auswirkungen und die Möglichkeiten des Handelns der Landesregierung. Von daher versuche ich jetzt, diese Lücke, die die Vorredner hier gelassen haben, noch auszufüllen. Und der Ministerpräsident hat ja aus meiner Sicht ein, zwei Sachen hier gesagt, die ich sowas von Herzen mittragen kann, vor allem sein Plädoyer am Ende der Rede, wo er gesagt hat, wir müssen den Menschen vertrauen. Wir müssen die Gesellschaft mitnehmen und wir müssen den Menschen vertrauen. Und ich habe das auch immer als sehr ehrenwert und als sehr bewusst wahrgenommen, dass wir im Privaten nichts vorgeschrieben haben hier in Hessen. Ich glaube, wir sind wahrscheinlich das einzige Bundesland, das so gehandhabt hat. Und das habe ich immer als Handschrift von Volker Bouffier auch wahrgenommen, der sich das wirklich zu Herzen genommen hat. Was ich noch nicht in Einklang bringen konnte, Herr Bouffier, ist jetzt Ihre Äußerung hier, dass Sie eine Ausgangssperre verhängen möchten für alle Landkreise und kreisfreien Städte, die eine gewisse Infektionszahl überschritten haben. Wir alle wissen, wie variabel diese Zahl ist und wie sehr es darauf ankommt, wie das gemessen wird, und dass selbst dann in einem Landkreis wie dem Main-Kinzig-Kreis natürlich die Schwerpunkte völlig unterschiedlich sein werden. Dennoch werden, wenn die Infektionszahlen so bleiben oder leicht ansteigen, rund 1 Million Hessinnen und Hessen von dieser Ausgangssperre ab nächsten Freitag betroffen sein. Und das ist das Gegenteil von Vertrauen in die Bevölkerung, nämlich das ist die härtestmögliche Maßnahme, die mir überhaupt einfällt, lieber Herr Volker Bouffier. Darum bitte gehen Sie an der Stelle noch einmal in sich und überlegen Sie, ob es nicht ein anderes Mittel gibt. Und mir hat auch gut gefallen an Ihrer Rede, wie Sie die Forderung nach mehr Wechsel- oder mehr Distanzunterricht gekontert haben. Wie Sie gesagt haben, wir haben evidente Hinweise, wir haben eine Untersuchung gemacht. Wir können sagen, wie viele Lehrer waren infiziert. Wir können Ihnen genau sagen, 0,7% der Kinder, die wir getestet haben, hatten tatsächlich Corona. All diese evidenzbasierenden Aussagen, die man ja kaum bestreiten kann, wo Sie gesagt haben, hier hat mir besonders gut gefallen, wen sollen Sie fragen bei evidenzbasierten Entscheidungen als den öffentlichen Gesundheitsdienst? Bravo, Herr Ministerpräsident, bravo! Wenn man so argumentiert, sollte man die Argumentation natürlich dann insgesamt durchhalten. Und dazu kommen wir, glaube ich, später noch. Von daher möchte ich schon noch einmal sagen, dass ich schon von der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten einige positive Aspekte mitnehmen konnte. Aber zurück zu dem Punkt, der Lockdown ist gescheitert. Der Lockdown ist gescheitert, und zwar ganz klar ablesbar bei der Frage, wie viele Menschen sterben täglich in unserem Land. Wie viele Menschen sterben jeden Tag in Deutschland? Wie viele Menschen sind gestern gestorben? Wie viele starben in Hessen? Über 50 Menschen starben in Hessen. Über 400 Menschen starben in Deutschland an einem Tag an Corona. Das sind deutlich mehr, als im März gestorben sind, bevor wir den Lockdown durchgeführt haben. Wir haben deutlich mehr Tote heute als im März. Und wir sind auch, was die Ausstattung und die Reserven der Intensivbetten angeht, in Hessen, in den Ländern, in den Flächenländern, absolutes Schlusslicht. Wir sind, was die Flächenländer angeht, das Land mit den niedrigsten Reserven an Intensivbetten.
Und darum haben wir zwei Themen, die Sie ja auch in Ihrer Rede als besonders wichtig hervorgehoben haben. Vor allem das erste Thema, die Frage, nicht die Überlastung des Gesundheitswesens zu riskieren. Wir haben eine unfassbar hohe Todesrate mittlerweile in Deutschland und in Hessen überdurchschnittlich. Sie wissen, wie viel Bevölkerung Hessen hat. Und wenn ich feststelle, dass 12% der Toten in Deutschland aus Hessen kommen, dann haben wir eine besondere Belastung in Hessen. Und natürlich müssen wir dem antworten. Und zwar so, wie Sie zu der Frage, lassen wir die Schulen auf oder machen wir sie zu, geantwortet haben. Evidenzbasiert, zahlenbasiert, anhand der Fakten, die uns vorliegen. Und die Fakten sind so unfassbar eindeutig, wo die Todesfälle passieren. Die Menschen sterben in Hessen in den Altersheimen. Die überwiegende Zahl der Menschen stirbt in den Altersheimen. Und lieber Herr Ministerpräsident, die Regierungserklärung, die von Ihnen hier verlesen wurde durch Tarek Al-Wazir, dort wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Sie und die Ministerpräsidenten in Deutschland der Meinung waren, die Altersheime sollen offen bleiben. Dort sterben jetzt die Menschen. Und darum haben wir so eine hohe Rate. Im November hat die Hessenschau erklärt, nachlesbar, die haben nachgefragt im Regierungspräsidium, die für die Altersheime zuständig sind. Dort wurde im November klargemacht, 2/3 der Toten im November kamen aus den Altersheimen. Einrichtungen, die wir eigentlich schützen können müssten. Wenn wir all unsere Energie darauf verlegen würden, diese Einrichtungen zu schützen und sie nicht allein zu lassen. Ein Träger einer Altenhilfeeinrichtung hat nicht irgendwo einen Schattenhaushalt, in den er reingreift, mal schnell Maßnahmen finanziert. Der hat ein extrem enges Budget, wo er schon überlegen muss, wo er die Plexiglaswände herkriegt. Wo er überlegen muss, kann ich mir überhaupt 5 Tests leisten? Sondern genau dort, zielgerichtet, müssen wir unsere Maßnahmen anwenden. Und lieber Herr Ministerpräsident und wer auch immer das interessiert, was ich hier sage, diese Salamitaktik, dieses hier ein bisschen mehr, hier ein bisschen weniger und dann an Weihnachten machen wir wieder auf, vielleicht gibt es danach eine dritte Welle, mal gucken, aber wir sagen jetzt schon, danach machen wir wieder zu. Wem wollen Sie denn das tatsächlich glaubwürdig, evidenzbasierend erklären können, wenn Sie sagen, wir müssen härtere Maßnahmen treffen, wir machen eine Ausgangssperre, aber Weihnachten treffen sich wieder alle? Wie wollen Sie das Menschen erklären, die versuchen zu verstehen, was Politik tut? Und darum müssen Sie sich für einen von zwei Wegen entscheiden, Herr Ministerpräsident. Dieses Durchwurschteln geht in einer Krise nicht. Sie müssen sich jetzt intensiv entscheiden für einen von zwei Wegen. Und es nimmt Ihnen diese Entscheidung leider niemand ab. Sie haben hier nicht den Hessischen Landtag in Kraft gesetzt oder in die Lage versetzt mit Ihrer Mehrheit, dass wir das am Ende womöglich gemeinsam entscheiden. Nein, Sie haben momentan die alleinige Verantwortung nach dem Infektionsschutzgesetz, diese Maßnahmen als Ministerpräsident des Landes Hessens in Gang zu setzen. Das ist eine brutale Verantwortung, die ich niemals mit Ihnen teilen möchte in einer solchen Situation. Ich hätte mich gesehnt danach, dass ich die gemeinsam mit einem Hessischen Landtag treffen könnte, um diese harte Verantwortung nicht alleine tragen zu müssen. Weil mir kommt diese Bürde fast unmenschlich vor. Diese Bürde, jeden Tag aufzustehen, zu überlegen, was ich heute entscheide, ist eine Frage von Leben und Tod. Und ich trage sie eigentlich alleine. Darum größten Respekt bis jetzt für das, was Sie hier auch machen. Aber Sie müssen sich jetzt entscheiden. Es gibt zwei Alternativen. Die Alternative 1 ist, Sie gehen in einen harten Lockdown, 3 Wochen und versuchen, die Inzidenz mit aller Gewalt nach unten zu drücken, mit massiven Eingriffen. Das ist die Variante 1. Ich sage Ihnen, ich will den nicht. Ich will keinen 3 Wochen brutalstmöglichen Lockdown. Weil ich glaube, wir haben den besten Zeitpunkt dazu schon verpasst. Wir sind eigentlich schon zu spät und ich weiß nicht mal mehr, ob jetzt diese Maßnahme jetzt noch ausreichend greift. Und ich habe auch erhebliche Zweifel, dass unsere Gesellschaft das überhaupt noch verträgt, dass unsere Wirtschaft das verträgt, dass die jetzt angeschlagenen Unternehmen das noch mal durchstehen könnten,
dass die Solo-Selbstständigen, die immer so, dieser Begriff Solo-Selbstständig, also der Musiklehrer, der Selbstständige, der Messebauer, der Veranstaltungs-, also Menschen, die ich persönlich kenne in meinem Umfeld, die alles verloren haben schon, dass die das jetzt noch mal 2, 3, 4 Monate durchhalten sollen. Das ist mir völlig, ich kann nicht glauben, dass das funktionieren kann. Und einen brutalen Lockdown, der würde wahrscheinlich unsere Wirtschaft so brutal treffen. Und wir erleben es ja jetzt schon, dass der Staat an seine Grenzen kommt, nämlich Entschädigungen nicht zahlen kann, obwohl sie eigentlich den Menschen zustehen. So anders kann ich ja die Debatte im Deutschen Bundestag nicht mehr verstehen. Und auch Ihre Reaktion, wenn Sie sagen, das Land kann auch nicht leisten. Wir werden ja scheinbar massiv an die Grenzen der Leistungsfähigkeit des Staates kommen. Wir können das nicht mehr alles bezahlen. Jedenfalls habe ich Ihre Worte so gedeutet. Und dann die gesellschaftliche. Die gesellschaftliche Herausforderung. Es ist doch ein Unterschied, ob ich in einem verdichteten Wohnen lebe mit 4 Leuten in einer 3-Zimmer-Wohnung oder ob ich in einem Einfamilienhaus mit großem Garten lebe auf 300 Quadratmeter zu dritt. Das ist doch ein Unterschied, wenn ich diese Maßnahmen über mich ergehen lassen muss. Und es ist auch ein Unterschied, ob ich aus einer Familie stamme, die ein Homeschooling für mich leisten kann, oder ob ich aus einer Familie stamme, die dringend darauf angewiesen ist, einen Lehrer da zu haben. Oder Klassenkameraden, die einem helfen können. Oder eine Betreuung, in der man unterstützt wird, weil man sonst eben hinten runterfällt. Es gibt wahrscheinlich eine Gruppe in unserem Land, die damit ganz gut umgehen kann. Aber es gibt auch eine sehr, sehr große Gruppe, die zu einem massiven Verlierer eines solchen schweren Lockdowns erneut werden würde. Und auch das wollen wir unter keinen Umständen. Wir wollen nicht eine vertiefte Spaltung in unserer Gesellschaft und einen Verlust von Chancen für junge Menschen in unserem Land. Auch deshalb halte ich das für die falsche Variante. Dann haben wir die Situation der öffentlichen Gesundheitsdienst, ja, die privilegierte Situation im Oktober hatte, dass das Infektionsgeschehen ja fast auf Null war in unserem Land. Ich weiß nicht, wer die Zahlen hier vorgetragen hat, aber war ja eigentlich auf Null. Kein einziges Altersheim betroffen von Covid. Und aus dem Nichts, bis heute noch von niemand belegt und evident nachgewiesen, sind die Infektionszahlen explodiert. Sie sind explodiert. Und der öffentliche Gesundheitsdienst, wir hatten ja so 3 Stufen und was hatten wir alles hier für Pläne, das ist ja einfach überrannt worden. Es gab ja keinen öffentlichen Gesundheitsdienst, der tatsächlich mehr als 2, 3 Wochen Widerstand leisten konnte, dann ist er von den Infektionswellen überrannt worden. Ich kann nicht beurteilen, ob jetzt die öffentlichen Gesundheitsdienste wegen zu wenig Elektronik oder anderen Dingen überrannt worden sind, aber es war so. Und welche Garantie haben wir denn, dass nach einem brutalen Lockdown nicht das Gleiche 2 Wochen später wieder passiert? Wenn vielleicht dann in Weihnachten auf war oder wenn wir dann in der richtigen Grippesaison sind im Januar oder was auch immer und plötzlich nach 3 Wochen wir an derselben Stelle wieder stehen. Und ich bin mir auch sicher, dass es sehr schwer wird für die staatliche Gewalt, überhaupt noch so einen Lockdown durchzusetzen. Wir erleben das heute in den großen Städten. Es gibt ein schönes Anzeigenblatt der Stadt Frankfurt, wo die Vorfälle aufgelistet werden, wo in Plätzen in Frankfurt Hunderte, über 1000 Menschen zusammenkommen zu einer Stand-up-Feier und die Ordnungshüter sagen, wir können sie nicht auflösen. Wir sind nicht in der Lage, eine solche Zusammenkunft im November in der Stadt Frankfurt zu unterbinden. Das ist der Fall jetzt. Werden wir überhaupt in der Lage sein, das, was wir verkünden, durchzusetzen als Staat? Und wenn wir das nicht sind, dann wird der Staat auch an sich Schaden nehmen, weil dann die Glaubwürdigkeit in den Staat noch massiv erschüttert wird. Auch das spricht gegen einen härtestmöglichen Lockdown. Und was wäre die zweite Alternative? Es sollte ja eine zweite Alternative geben gegen dieses alles zu. Und ein Stück weit habe ich ja das Gefühl, dass Volker Bouffier dieser zweiten Alternative zuneigt, aber noch nicht mit all dieser Kraft einer Landesregierung dort einsteigt, um diese zweite Alternative umsetzen zu können. Und das beginnt natürlich, und jetzt fällt es mir, also das fällt mir wirklich schwer zu sagen, es gibt so einen Oberbürgermeister in Tübingen, der leider nicht meiner Partei angehört, der hat das jetzt mal vorgeführt und hat das mal gezeigt, wie man in so einer Stadt, ich weiß gar nicht, welcher Partei er angehört, ist auch nicht schlimm, aber der hat in so einer Stadt, hat er das tatsächlich fertiggebracht, obwohl er an vielen Sachen bei der Thema Corona schon auch Kritik ausgesetzt war, mit einfachsten Maßnahmen und städtischem Geld sehr wohl die Infektionszahlen nach unten zu kriegen und vor allem die Todesfälle nach unten zu kriegen. Und wie hat er es gemacht? Und das ist kein Hexenwerk. Das ist wirklich kein Hexenwerk. Wenn ich weiß, evidenzbasierend, wo sind die Todesfälle? Übrigens haben wir mal versucht,
auch bei dem Regierungspräsidium anzurufen und mal zu erfahren, wie die aktuellsten Zahlen sind. Da wollte man uns dann keine Auskunft mehr geben. Wahrscheinlich ist der HR als Medienkraft natürlich da eher auskunftsfähig als wir, weil wir natürlich gerne auch heute aktuelle Zahlen mal gesagt hätten. Aber sicher liegen die dem Gesundheitsminister vor. Dem liegen die mit Sicherheit vor. Und daraus ergibt sich ja, wenn wir es schaffen würden, und momentan ist es ja so, bundesweit stirbt jeder fünfte Mensch im Altersheim, der an Corona infiziert ist. Jeder fünfte. Und ein Viertel aller Altersheime in Hessen ist momentan betroffen von der Infektion. Und es steigt immer weiter. Und von daher wäre es zwingend notwendig, vielleicht nicht so intensiv den Hessischen Landtag zu testen, sondern mal dort zu testen oder am besten beide zu testen. Das wäre eine Maßnahme, die, glaube ich, Leben retten würde. Nein, nicht glaube ich, die Leben retten würde. Und zwar, dass ich nicht nur die Menschen, die dort arbeiten, teste, und zwar in einem fünfmaligen Test, in einem relativ langen Zeitraum, sondern intensiv, permanent, und dass ein Anwohner, dass ein Besucher nur hinein darf. Und wir probieren das doch hier aus. Wenn ich keine Symptome habe und mache hier einen Schnelltest, nach 30 Minuten habe ich das Ergebnis, dann gehe ich doch mit einem ganz anderen Gefühl zu meinen Senioren, zu meinen Eltern oder zu meinen Großeltern und habe keine Angst, sie anzustecken. Und wenn ich dann noch FFP2-Masken habe und ein bisschen darauf achte, Abstand zu halten und regelmäßig auch die Menschen, die dort arbeiten, getestet werden, dann muss ich doch versuchen, diese Situation in den Griff zu kriegen. Und wenn 2/3 der Menschen, die in unseren Intensivstationen liegen und sterben, aus den Altersheimen kommen, dann kriege ich auch eine andere Situation in Krankenhäusern hin. Und das sind ja nicht nur die Altersheime, die wir schützen müssen. Da gibt es auch Themen von anderen Fraktionen. Es gibt natürlich die Pflegedienste, die wir besonders ausstatten müssen. Und es gibt die Krankenhäuser, die sichergestellt sein müssen, ausreichend Mittel zu haben, damit sie die Corona-Stationen wieder bilden können, dass sie in der Lage sind, optimal auf die Krise zu reagieren. Aber es gibt genauso die Asylbewerberunterkünfte. Und es gibt natürlich die Wohnheime und ähnliche Wohneinrichtungen. Es gibt natürlich die Eingliederungseinrichtungen. All die Bereiche, wo Menschen auf engstem Raum dauerhaft zusammenleben, die müssen wir ganz intensiv schützen. Und dann können wir auch wieder die Menschen, die sterben, massiv reduzieren. Und das muss die oberste Maxime sein, eine Lösung zu finden, von diesen unfassbar hohen Todeszahlen runterzukommen, um wieder sicher auch seine Angehörigen in den Altersheimen besuchen zu können und nicht die Angst zu haben, dass man selbst derjenige ist, der vielleicht die Katastrophe in so ein Altersheim trägt und dann die Verantwortung für viele, viele Tote in so einer Einrichtung hat. Und das muss eine oberste Priorität dieser Landesregierung sein. Und dann noch so einen zweiten praktischen Vorschlag. Warum haben wir so viele Menschen heute normal im Krankenhaus mit Covid? Warum, wenn die denn keine starken Symptome haben, warum werden die nicht zu Hause versorgt? Warum sind die alle im Krankenhaus? Weil natürlich die Pflegedienste sich weigern, Covid-Patienten zu versorgen. Weil die natürlich sagen, wenn ich jemanden pflege, der Covid hat und werde krank, ich bin ein Einzelunternehmer, der hat hier 3 Leute, die hier arbeiten, dann werde ich sofort vom Netz genommen, verliere meine Existenz. Ich bin doch nicht, auch wenn das alles irgendwie vielleicht möglich wäre, aber das mache ich doch lieber nicht, dann soll derjenige ins Krankenhaus gehen. Dort bindet er natürlich enorme Ressourcen, dort bindet er Kräfte, die wir vielleicht in der Intensivmedizin bräuchten. Und darum muss es auch eine Möglichkeit geben, wie wir es bei den Ärzten hatten, wo wir direkt Corona-Praxen gebildet haben, dass man auch Pflegedienste in Kraft setzt, die ökonomisch absichert, sie besonders unterstützt, damit sie auch bereit sind, Covid-Patienten wieder zu Hause zu pflegen. Auch das würde uns massiv entlasten. Das wäre auch ein kluger Vorschlag, den man mal umsetzen könnte und an den wir mal rangehen könnte, weil das könnte auch die Krankenhäuser entlasten und würde uns die Sicherheit geben, dass wir eben nicht an so einen Punkt kommen, dass wir womöglich unser Gesundheitswesen überlastet haben. Ich könnte jetzt noch einige Maßnahmen mehr zeigen, die vielleicht klug wären, die umzusetzen. Und wie gesagt, man muss ja diesen Boris Palmer, ich sage es jetzt mal, den Oberbürgermeister von Tübingen, da kann man auch mal gucken, was der gemacht hat. Der hat ganz pragmatische Lösungen gefunden. Da war ich selbst erstaunt, mit welchem Einfallsreichtum man dort versucht hat, also nicht zu sagen, Bundeskanzleramtsminister, der dann sagt, die sollen Fahrrad fahren, statt U-Bahn Fahrrad fahren. Also
das ist vielleicht so der zweitbeste Vorschlag, aber mit einer U-Bahn-Karte im Sammeltaxi fahren zu können, das dann am Ende von der Stadt erstattet wird. Das kostet dort 250.000 Euro im Monat, aber es ist trotzdem eine Investition, die verhindert, dass es im ÖPNV vielleicht so dicht zusammengestanden wird, wie es nicht sein muss und wo man einfach das Gefühl hat, dort wird so gemessen und in der S-Bahn, der U-Bahn, da drängeln sich die Leute. Also wo man sagt, pragmatische Vorschläge, um das zu verändern. Und am meisten hat mich ja beeindruckt so ein Vorschlag, warum schaffen wir es nicht, die Menschen zu überzeugen, vielleicht in den kleinen Städten leichter als in den großen, dass wir sagen, lasst uns doch mal bitte von 10 bis 12 die Senioren einkaufen lassen. Da müssen wir nicht in Aldi gehen, da müssen wir nicht in HL gehen, da müssen wir vielleicht, lasst doch mal so ein bisschen so 2 Senioren, 3 Seniorenstunden, wo vielleicht in unserer Stadt mal die Älteren in die Einrichtung gehen, dass man sich diese Begegnung reduziert, zumindest für eine gewisse Zeit. Und man sagt, Leute, ich erkläre euch das mal, wie ist das sinnvoll? Und wenn nur die Hälfte der Leute mitmacht, wäre das schon ein Hinweis. Und ich glaube, wir können auch auf die Menschen bauen, weil die meisten Menschen haben erkannt, wie gefährlich diese Krankheit ist. Und sie möchten nicht, dass ihre Angehörigen sterben. Und das möchte ich auch nicht. Und ich bin aber auch der Meinung, dass wir eine Lösung finden müssen, die nicht dazu führt, dass sozusagen, welchen Tod ich sterbe, sondern ich brauche eine Lösung, mit der wir alle gemeinsam durch diese Krise kommen. Und auch da, glaube ich, können wir auf die Menschen bauen, sehr geehrte Damen und Herren. Und manchmal ist es ein bisschen traurig, wenn man sagt, wir haben es ja schon im März gesagt, wir haben es ja schon im April gesagt, wir haben ja schon Anträge, Anfragen eingebracht. Der öffentliche Gesundheitsdienst ist der Schlüssel dazu, diese Krise zu bewältigen. Der öffentliche Gesundheitsdienst muss der Schlüssel dazu sein, diese Krise zu bewältigen. Jetzt hatte der Kollege Pürsün mit jemandem Kontakt, der ein bisschen rumgekommen ist bei 11 Landkreisen und dort unterstützt hat im ÖGD. Und er hat gesagt, in 11 Landkreisen in Hessen gibt es 8 unterschiedliche Softwaresysteme, die alle nicht vernünftig miteinander kommunizieren. Das sind einfach so Maßnahmen, wo ich mir denke, Herr Gesundheitsminister, Sie hören ja zu, das könnte doch mal eine Aufgabe für Sie sein. Wenn ich den Innenminister Beuth sehe, der jetzt sagt beim Impfen, sagt er den Landkreisen, ihr kriegt von mir die Software, ihr kriegt das vom Land geliefert und das läuft und in 2 Wochen habt ihr es. Warum geht das im ÖGD nicht? Die sind mindestens genauso wichtig wie die Impfleute, Herr Kollege Klose. Und ich will da jetzt auch nicht Parteibücher hochhalten oder nicht, aber wir als Freie Demokraten sind eine konstruktive Opposition. Und wir machen viele Vorschläge. Herr Wagner hatte ja gefordert, vielleicht muss man auch öfter der Opposition mal zuhören. Und an der Stelle glaube ich, dass andere Menschen denken, die Fakten zusammenfügen und Vorschläge machen. Wir haben auch bei anderen geguckt, wie sie es gemacht haben. Wir haben uns nicht alles selbst ausgedacht. Wir haben das nachgelesen, wir haben uns informiert. Und wenn wir das hier vortragen, dann kann das auch mal ein kluger Vorschlag sein, den man auch mal annimmt. Und es ist nicht gleich, Beleidigung der Regierung, wenn wir hier etwas anders sehen. Sondern aus unserer Sicht haben wir hier gute Vorschläge gemacht. Und jetzt will ich noch mal in meinen letzten 3 Minuten noch zu dem Thema Impfen kurz kommen. Also ich muss ehrlich sagen, wenn es diesen Impfstoff gibt, wenn es den jetzt gibt, ich würde mich sofort impfen lassen. Wissen Sie auch warum? Ich hätte gern mein Leben zurück. Und ich bin mir auch sicher, dass ich diesen Impfstoff ganz gut vertragen werde, weil ich noch nicht zur Risikogruppe gehöre, weil ich nämlich auch, und das will ich hier auch nochmal deutlich sagen, das sehr, sehr kritisch sehe, wenn man eine solche Rede hier hält und das Impfen so kritisiert und das so in Misskredit bringt, wie ich das mir gar nicht vorstellen könnte, dass man sowas hier im Landtag erzählt. Impfen ist eine ganz vernünftige, sehr bewährte Methode, schlimme Krankheiten, die unfassbar viel Leid über die Gesellschaft gebracht haben, zu bekämpfen und für uns einfach nicht mehr wahrnehmbar zu machen. Impfen ist etwas ganz Vernünftiges. Und jetzt noch einmal dieses Unternehmen in Rheinland-Pfalz, BioNTech, auch mal an die Linken gesagt. Das ist ein Unternehmen, das rein privatwirtschaftlich geführt wird. Das von, bestimmt, Sie würden sagen, von der Heuschrecke finanziert wird. Und das hat im Januar, als es in China losgeht und wir hier noch Fasnacht gefeiert haben und Söder noch gesagt hat, kommt Jungs, fahrt Ski, ist nicht so schlimm, es kommt nicht zu uns. Im Januar haben die schon angefangen, diesen Impfstoff zu erforschen und haben den in wenigen Monaten, haben die den mit diesem neuen, modernen Verfahren auf den Weg gebracht. Im Januar schon. Und dann ist er jetzt seit Sommer ist er in der Testphase. Und an 38.000 Menschen haben an diesem Test teilgenommen. Der ist jetzt. Herr Rock, lassen Sie eine Frage zu?
ich habe noch anderthalb Minuten. Der ist in Großbritannien angenommen worden, dieser Impfstoff. Ich habe gelesen, heute in den Vereinigten Staaten ist er zugelassen worden. Ich kann nicht verstehen, was Brüssel da treibt. Ich kann es nicht verstehen, wirklich nicht. Da drüben wird er erforscht, da drüben wird er hergestellt, und dann wird er nach Amerika geflogen und nach London, um zu impfen, und nicht, also nicht hier jetzt auf Kontinentaleuropa. Ich verstehe es nicht. Wenn die Kanzlerin sagt, es wird Januar, dass es bei uns losgeht, Herr Ministerpräsident hat vielleicht andere Informationen. Ja, wenn das wie bei den Novemberhilfen läuft, dass die Kanzlerin sagt, es wird Januar, und dann ist Januar plötzlich März. Also ich kann nur sagen, jeden Tag, in dem wir früher anfangen können zu impfen, und natürlich auf freiwilliger Basis. Ich werde nicht impfen lassen, und ich hoffe, es werden noch 4 Millionen andere Hessen tun, damit andere, die es kritisch sehen und Angst haben, das nicht machen müssen. Das ist doch okay, da habe ich kein Problem mit. Aber ich werde es machen, weil ich glaube an die moderne Medizin, ich glaube an die Forschung, und ich habe Vertrauen in die Zulassungsbehörden, und darum bin ich mir sicher, dass ich mich impfen lassen werde. Und jeden Tag, den wir verschwenden, dass wir nicht impfen können, ist ein Tag, und gestern sind über 400 Menschen in unserem Land gestorben, ist ein Tag, wo unnötig Menschen sterben in unserem Land. Und das müssen wir verhindern. Und noch einmal die Frage, wen wir impfen. Also ich kann es langsam auch manchmal nicht mehr hören. Ich sage Ihnen jetzt mal, wenn wir angucken, wie viele Menschen sind an Covid gestorben in Deutschland dieses Jahr. Und wenn wir uns die Alterspyramide mal angucken von den Menschen, die an Covid gestorben sind, dann ist das so etwas von eindeutig. Zwischen 0 und 50 Jahren sind 1,3% der Toten sind aus der Altersgruppe von 0 bis 50 Jahren. Und von der Altersgruppe 80 bis, sage ich jetzt mal, Methusalem, da sind es fast 66%. Und von 70 bis Methusalem sind es 85%. Wir müssen den älteren Menschen in unserem Land das Impfen ermöglichen. Dann retten wir jeden Tag Leben. Und darum, je schneller wir impfen, umso schneller beenden wir diese Corona-Epidemie, umso schneller und umso mehr Leben werden wir retten. Und da muss eine hohe Priorität drauf liegen. Herzlichen Dank.